Für den normalen Beobachter wurde am 2. Juli 2016 im Stadion der Bauarbeiter ein ganz normales Fußballturnier ausgetragen. Doch wer genau hinschaute, konnte schnell eine Besonderheit entdecken. Es ist wichtig, dass es gerecht und fair zugeht zwischen alteingesessenen Einheimischen und Zugewanderten und Flüchtlingen. Deswegen spielen sie heute zusammen symbolisch Fußball für das bessere Zusammenspiel in unserer Stadt. Und Magdeburg ist Fairtrade-Stadt. Gerecht und fair soll es zugehen, auch in dem, wie wir leben, in unseren weltweiten Beziehungen. Und ich freue mich, dass heute Fußbälle zum Einsatz kommen, die nach den Fairtrade-Regeln zertifiziert sind. Organisiert wurde das Turnier von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und der Landeshauptstadt Magdeburg. Den Ehrenanstoß führte die Landesbischöfin Ilse Junkermann durch. 13 Mannschaften, unter anderem von sozialen Organisationen, aber auch Flüchtlingsteams nahmen am Kleinfeld-Fußballturnier teil. Das Motto des freundschaftlichen Wettkampfs »Magdeburg spielt fair« hat eine mehrfache Bedeutung. Fair auf allen Ebenen. Heute geht es um Sport, da ist man beim Fußball fair. Aber fair spielen heißt natürlich auch im übertragenen Sinne fair miteinander umgehen, fair mit Flüchtlingen umgehen, fair mit Menschen aus anderen Ländern umgehen und fair versuchen, auf der Welt miteinander zu kooperieren, dass alle vernünftig leben können, was im Moment natürlich nicht der Fall ist auf der Welt. Um dies zu erreichen, ist die Ottostadt seit 2014 Fairtrade Town und unterstützt den fairen Handel. So wurden die Bälle für das Turnier nach Fairtrade-Standards produziert. Die Besucher konnten selber ein paar Flicken zusammennähen und dabei die anstrengende Arbeit nachvollziehen. Die Bedingungen in Pakistan, wo ein Großteil der weltweiten Fußballproduktion angesiedelt ist, sollen durch das Fairtrade-Programm verbessert werden. Da geht es zum einen um die Produktionsbedingungen, wie Bälle hergestellt werden, dass die Menschen dort nicht krank werden bei der Arbeit, dass sie vernünftige Arbeitsbedingungen haben, Sozialbedingungen haben, Zugang zu Gesundheitsversorgung. Und zum anderen geht es darum, dass eben faire Löhne bezahlt werden bei der Arbeit. Und diese harte Arbeit unter fairen Bedingungen hat sich gelohnt, denn der Ball ist perfekt zu spielen und landet häufig im Netz. Zu guter Letzt musste das Elfmeterschießen über den Sieger des Turniers entscheiden. Das Team Toll 1 unterlag im Finale den Sonntagskickern. Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper überreichte zum Abschluss die Trophäen.